Jo, wir machen gleich weiter mit Podcast von Sven Heinreich, Folge Nummer 201. Tja, ihr fragt euch jetzt sicherlich was. Nach 200 kommt jetzt gleich schon wieder 201 am selben Tag. Ja, das ist halt so passiert es halt hier. Diesmal mit dem Olympus DM550. Ich hab ihn auf laut, also auf hoch vielmehr. Nicht auf laut, auf hoch, hohe Empfindlichkeit. Jo. Einfach mal wieder was anderes. Man kann auch sagen, etwas Andreas. Das nur nebenbei. Ja. Das war gerade eine Katze. Ich weiß nicht welche, keine Ahnung. Ja. Ist so. Ja, 201. Wir haben 5. Also irgendwie 5:30, glaube ich. Morgen stimmt heute Goldermund. Wir haben 192 Kilobit. Also, ja, 192 Kilobit ist super. Für den Kleinen klingt aber noch fein. Ja. Handy hänge ich mal wieder ran. So. Gute Nacht, Handy. Schlaf gut. Ja, ich gehe wie gesagt mal aufs Klo. Dann mache ich mir einen Kaffee. Und dann werde ich mein letztes Brötchen essen, was ich noch habe. Ich werde jetzt also frühstücken. Hier liegt übrigens dieser komische Kater hier, dieser Blackie. Der liegt hier auf dem Schrank. Auf dem Schrankowitsch. Ja, Dicker. Ja, was ist los, Dicker? Böses Herrchen, wa? Lässt dich nicht in Ruhe. Du lässt ja auch manchmal die Mädels nicht in Ruhe, also darf ich dich auch mal ein bisschen streicheln. Du kommst Herrchen sowieso gleich hinterher. Das weiß ich. Ich kenne noch meinen Kater. Ja. Schauen wir mal, was der Olympus DM550 mal wieder hergibt. Jetzt ein Vergleich im Flur. So viel ist der Flur. Und jetzt auf die Toilette, vielmehr ins Badezimmer oder auch Duschzimmer genannt. Ja. So ist das, Leute, von heute. Also, was gehe ich mal hier hin? Schadet ja nichts. So. Also ein Frühstücks-Podcast. Rums. So klingt das, wenn eine Katze irgendwo runterspringt. Ja, mir ist vorhin wieder eine lustige Idee gekommen. Leider konnte ich es nicht verwirklichen, aber ich erzähle euch trotzdem mal den kleinen Gedankengang, den ich dabei hatte. Und zwar habe ich ja bei der Folge 200 ja, mich bei einigen bedankt und habe aber David Losse erst später erwähnt. Nicht beabsichtigt, sondern ja, war einfach so.
Und jetzt habe ich mir wieder vorgestellt, man hätte die Folge halt, also man würde die halt zurechtschneiden. Und immer wenn ich so, wo ich so die Sachen gesagt habe, danke an Franzi, Marie und bla 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 und Manu, und dann hätte man irgendwie immer wieder so eingeblendet, so David Losse, wie er sagt, was ist mit mir? Und dieses, was ist mit mir? Immer irgendwie mal links, mal rechts, mal verzerrt, mal, also so, dass man, das ist halt so, aber halt so ganz unterschwellig, so dass man das gar nicht erst so wahr, also man nimmt es schon wahr, aber dann immer wieder so, was ist mit mir? Und dann so, hey, ich bin auch noch da, hallo. Und dann irgendwann David Losse und dann, ja, habe ich mir so vorgestellt, hätte ich, ja, ich hatte natürlich keinen, und was ist mit mir von David, deshalb habe ich es nicht, hätte ich es nicht, habe ich es. Ja, konnte ich es nicht einfügen, aber wäre natürlich auch eine lustige Sache gewesen. Ne? Also sowas zum Beispiel. Das sind halt Sachen, die man wieder mit einer Nachbearbeitung erreichen kann. Ne? So kleine Gags. Ne? Ja. Also es gibt schon gewisse Vorteile, wenn man Sachen nachbearbeitet oder wenn man einfügen kann. Na, Mia, was los? Klettern. Meine Mia will klettern, ne? Ja, ist doch gut. Ist doch gut, meine Süße. Ist doch gut. Maut. Ach, gehst du in dein Körbchen? Fein. Na, geh rein. So, okay. Machen, wenn man die Folge nachbearbeitet und man hätte Material dafür. Ne? Also damit will ich auch sagen, ich finde nicht immer schlecht, wenn man etwas vorproduziert oder noch Sachen reinbringt. Also gerade auch in diesen. Meine, wäre überhaupt lustig, man redet über jemanden und man würde diesenjenigen, immer wenn man über den redet, will man den einblenden. Also praktisch so wie. Sehen die das machen, die dann Bilder einblenden, so müsste man irgendein kleinen Ton einblenden. Das wäre natürlich, ja gut, aber es ist aufwendig und ich hatte ja auch keinen, was ist mit mir oder sowas. Was hatte ich ja von David nicht. Gut, hätte man vielleicht irgendwas zusammenschneiden können. Aber ja, gut. Dann kann ich alles haben. Aber David, ich hoffe, du bist nicht böse, dass du erst weiter hinten erwähnt wurdest. Eigentlich hätte ich dich auch ganz vorne erwähnen können. Wie gesagt, war keine Absicht. Aber es ist halt, wenn man so viele Namen im Kopf hat, dann ja. Man weiß halt immer nicht, wen nimmt man jetzt als erstes. Nicht, dass man irgendjemanden da. Eigentlich ist es ja auch wurscht, wer als erstes genannt wird, weil letztendlich. Ja. Letztendlich wichtig ist ja, dass man sich bedankt bei den Leuten, die das unterstützen. Und ja. Das ist ja das Wichtigste. Aber naja, so eine Ideen hat man da schon, ne? Das nur nebenbei.
ansonsten ist ja alles wunderbar. So, jetzt noch den Zucker. Ja, Podcast von Sven Heidenreich. Entschuldigung, jetzt wollte ich gerade ein Weihnachtslied singen. Und zwar Jungle Birds. Jungle Birds heißt das jetzt. Haben wir umbenannt. Heißt nicht mehr Jingle Birds, sondern Jungle Birds. Oder Sommerzeit. Sommerzeit, Sommerzeit, schöne Sommerzeit. Wir liegen unterm Palmen. Wir liegen in der Sonne und genießen die Sommerzeit. Hey, Sommerzeit, Sommer. Oder, ja. Genau, Weihnachtslieder um dich. Das wäre auch mal was. Ode fröhliche, Ode bringende. Nee, Ode fröhliche, Ode selige, gnadenbringende Sommerzeit. Wir haben Freude und Wonne, denn wir braten in der Sonne. Freue dich, o oh Urlaubszeit. Ja. Ja. Sommernacht, heiße Nacht. Ja. Ich brauche jetzt aber Kaffee. Gut, hier haben wir Kaffee. Ja. Machen wir mal Sonnenbrunnen oder? Ja, Mia. Springst du, ne? Ja. Jetzt läuft sie wieder durch die Gegend. Ah, schön, dass sie durch die Gegend läuft. Ich hoffe auch, sie trinkt mal was. Gut, wir haben hier nämlich die Pets. So, die 101, die 201, 101, ich bin schon wieder weiter zurück, ja. Schon wieder an den Anfängen. 201 haben wir jetzt mit dem Olympus DM 550. Ein bisschen oldschool, aber geht auch. Jetzt machen wir Folgendes. Weg mit dem Mopfer. So, jetzt Kaffee. Ganz wichtig. Ha, läuft. Lila läuft. Pets werden jetzt erstmal weggeschmissen. Zack. So, was noch ausleeren.
Und jetzt heißt er aus. Aus ist er. Wir brauchen natürlich den Kaffee. Ist er der Kaffee? Wie soll es auch anders sein? Da ist er. Und wir brauchen noch mein Brötchen. Denn ich möchte ja frühstücken. Frühstück. Ein bisschen Zucchini, Reispfanne, habe ich vorhin schon ein bisschen was gegessen und ein bisschen habe ich noch, werde ich nachher noch essen, Zucchini, Reispfanne, ja, ist lecker, mit Fleisch und Würstchen drin und ja, eben Fleisch. So, ich setze mich auf diesen Stuhl und fühle mich dabei sehr cool. So. Hier haben wir das Gerät. Mikrofon zeigt es mir. Test, Test, Test. Oder auch nicht. So. Ja, jetzt das Brötchen. Da ist es. Ja. Das für den Kaffee. Perfektes Frühstück. Ja, es gibt, wie gesagt, schon Vorteile, wenn man etwas vorproduziert oder wenn man erst das eine aufnimmt und dann das andere. Ne? Also kann man so eine Scherze halt machen, wie ich gerade erzählt habe. Ne? Aber gut, wir sind ja Podcast von Sven Heidenreich und wir sind ja authentisch und live. Insofern. Warum schneiden und einfügen? Naja. Brötchen mit Butter, Wurst und Käse. Ja, ich hoffe, ihr habt euch auch was zu essen gemacht oder machen lassen. Wie auch immer. Ist ja wurscht. Die Hauptsache, es schmeckt. Ah, mein Kater will wieder hierher kommen. Denkt, dass er was abkriegt. Aber, ach, wer ist das? Mieze ist das diesmal. Mieze, geh runter. Psch. Genau, hast du auch nichts zu suchen, wenn ich esse. Thank you.
Mieze Knoten wieder bei Blecki in der Nähe ist. Blecki, komm her. Blecki. Ein bisschen Frühstückssound am frühen Morgen, aber so ist es halt. Ja, entspannt. Ein Schlückchen Kaffee. Viele Leute von euch denken jetzt sicherlich, ja, sonntags morgens um 5 und der macht einen Podcast. Normale Menschen schlafen. Und ich kann dazu nur sagen, ja, ich schlafe meistens auch tagsüber viel, wenn ich frei habe. Und deshalb bin ich nachts dann wach. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Einsamkeit zu tun. Ich denke mal, wenn ich eine Freundin hätte, die dann abends schlafen geht und morgens auch mit mir aufsteht, dann wäre das natürlich auch wieder was ganz anderes. Aber, oder ich würde mal mit meiner Freundin nachts einen Podcast machen. Wäre auch mal interessant, oder? Wäre lustig. Könnte man zum Beispiel auch, wenn sie ein bisschen Musik machen könnte, nehmen wir mal, sie könnte Gitarre spielen und ich Cajon und habe dann irgendwann gerne Keyboard. Könnte man zum Beispiel auch so nachts Musik machen und das als Podcast rausbringen, also vor allen Dingen so ganz leise Musik machen. Das ist ja auch, was ja auch nicht jeder macht. Ich meine, Musik machen ist ja alles schön und gut, aber wer setzt sich nachts hin und spielt live was ganz leise ein und lädt das dann hoch. Ne? Also das wäre dann wieder was anderes. Die leisen Töne zum Klingen lassen. Ne? Das ist, ja, das wäre auch so eine Option für einen Podcast von Sven Heidenreich dann. Ich habe das ja so ein bisschen mal gemacht. Ich habe ja mit meinem Kumpel Bernd in Berlin, haben wir mal einen Track aufgenommen auf dem Balkon. Damals noch mit Minidisc. Dann haben wir uns auf den Balkon gesetzt. Wohl bemerkt, es war nachts um 12 Uhr. Und dann haben wir ganz leise, also er hat ganz leise Gitarre gespielt. Ich habe ganz leise Cajon gespielt. Und dann das Lied hieß auch noch Love on the Balcony. Also es ging um ein Pärchen, das sich auf dem Balkon vergnügt. Und das ging dann irgendwie Baby, you're so warm and it's cold. Also dass es kalt ist auf dem Balkon. Aber wenn man sich wärmt und halt Sex hat, dann wird alles anders und so. Und darum ging es halt in diesem Lied. Love on the Balcony. Und ja, das Ding ist, glaube ich, von 2000, lasst mich jetzt lügen, 2009 oder 2008, ich weiß, nee, 2008 auf keinen Fall, 2009 oder 2010, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, das ist, also das meine ich halt, sowas halt müsste es viel mehr geben. Ja, die leisen Töne, ja, ohne Verstärker schafft man es auch, leise Musik zu machen und das aufzunehmen und schön klingen zu lassen. Das ist ja auch mal was anderes. Ich meine, laut machen und Party machen kann ja eigentlich jeder. Man braucht bloß ein gutes Mikrofon, eine gute Anlage, ein gutes Keyboard oder halt das Lieblingskeyboard, was man so hat, und dann
Leg mal los. Aber kann man auch mit leisen Tönen. Etwas transportieren, ne? Ja, vielleicht wirklich so Mitternachtsmusik machen oder sowas. Ja. Und ich meine, das ist doch interessant, wenn du so einen Track dann aufnimmst und hörst im Hintergrund dann irgendwie einen Hund bellen oder ein Auto fahren oder ja gut, nachts nicht, aber morgens, wenn man zum Beispiel morgens um 5 Uhr sowas aufnimmt, noch ein Vogelgezwitscher draußen. Und das gibt dem Lied eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man praktisch Musik aufnimmt, die letztendlich wie so ein Fluss ist. Also, ne, wo es nicht einen Artist gibt, der eine Geschichte erzählt, sondern wo die Musik richtig fließt. Ja, so Übergänge und wie so ein, ja, wie so ein Fluss, wie so ein Bach oder. Ne? Dann mal Schlagzeug raus, dann einfach nur so Flächen oder nur so. Ja, das ist, kann man alles gerade nachts und kann man das schön nachts, kann man das schön und leise machen und das. Wenn man dann noch das richtige Ambiente dazu hat, also ich meine, ganz ideal wäre natürlich sowas draußen im Wald aufzunehmen. Irgendwie was Windgeschütztes suchen und dann im Wald mit den ganzen Waldgeräuschen, boah, wie der Wind durch die Blätter geht und so. Das muss geil sein. Oh. Wir haben das Brötchen geschafft. Ja, haben wir wieder über Musik geredet. Jetzt schmeißen wir die Alufolie weg. Ja, wunderbar. Ich meine, ich habe ja so Wünsche und Träume, ja, gerade was Musik machen angeht. Also ich würde wirklich mal so durch die Gegend fahren mit jemandem und so Lieder aufnehmen aus verschiedenen, in verschiedenen Orten. Also wie zum Beispiel im Wald oder am Fluss oder am Bach oder am Meer. Sowas würde echt Bock bringen. Ja, ich träume ja wirklich von so einer Akustik-Musik-Kombo, also das wäre echt geil. Akustik-Musik machen ist sowieso das Schönste.
da würde ich mich dann halt auf Percussion und Caron oder sowas, weil was anderes kann ich ja nicht. Ich kann vielleicht ein bisschen Klavier spielen, gut, aber ein Klavier kriegst du so schnell weg. Da müsste man dann doch ein E-Piano nehmen, aber dann wäre man ja wieder beim Verstärken. Also es ist schwierig. Also wann, wo hört Akustik, wann fängt Akustik an, wo hört das auf? Ne? Also schwierig. Ja, bei Tasteninstrumente ist ja nun mal, man hat ja bloß das Klavier letztendlich. Und das Klavier ist aber groß. Ich weiß ja nicht, ob es so eine Art Tischklavier gibt, also so, was wie ein Keyboard ist, was man auf den Tisch stellen kann, aber was halt mechanisch funktioniert. Also jetzt nicht mit. Das wäre auch mal interessant. Ja, ein Klavier für den Tisch sozusagen. Also nicht, was man anschließen kann, sondern was wirklich mechanisch funktioniert, wie ein normales Klavier, bloß dass es halt auf den Tisch, dass man es halt auf den Tisch stellen kann. Ja, ja, vielleicht gibt es ja sowas schon. Aber da könnte man natürlich auch ein Klavier, so eine Art Klavier einfügen. Ne? Ich meine, gut, wenn wirklich mal so authentische Aufnahmen machen, ne, so in Afrika im Dschungel oder so Musik machen. Also wie ich damals Combo La Bacala, so dieser virtuelle Combo, den ich mir ausgedacht habe, habe ich mir auch immer vorgestellt. Man, es wären so Jungs, die mit denen ich, Jungs und Mädchen, mit denen, in, wo ich im Dschungel mit denen Musik mache. So ein Quatsch, wird nie passieren, aber ja. Sowas stellt man sich halt vor. Also das ist für mich auch Musik. Das ist so. Ja, Musik ist nicht nur Musik machen für mich, sondern auch wirklich dabei eine Atmosphäre einfangen. Und dann wirkt natürlich ein Track ganz anders. Ne? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich einen Rap wie Tag am Meer mit Samples mache und auf den Knopf drücke und das Meeresgeräusch kommt. Oder ob ich mit zwei, drei Musikern am Meer mit im echten Meeresrauschen und mit ein paar Musikern das aufnehme. Ja? Ohne Verstärker, ohne alles. Dass man wirklich die reine Akustik des, ja, des Gebietes hört, wo man halt ist. Und das ist halt geil. Ich meine, so eine Tag am Meer-Aufnahme wird es nie geben, aber. Ja. Oder man macht halt das Meeresrauschen mit dieser Ocean Drum, so heißt doch, glaube ich, dieses Instrument, was man da benutzt, womit man so eine Art Meeresrauschen nachmachen kann, so. Ja, ist ja auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt Meeresrauschen nicht hat, ne? Also das ist klar, man ist dann, oder man lädt sich irgendein Meeresrauschen runter, aber das wäre ja wieder künstlich. Oder man nimmt es vorher selber auf, aber das ist ja auch wieder. Gerade das am Ort zu sein und das da zu machen. Also da wirklich den Track aufzunehmen. Ja. Es ist so ähnlich wie beim Hörspiel. Ne? Ich meine, man kann eine Geschichte am besten erzählen, wenn man sie wirklich erlebt und wenn man sie wirklich fühlt. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich zu so Sachen singt wie mir ist kalt, ich friere oder so zum Beispiel. Und man würde jetzt wirklich, während man das halt singt, würde man wirklich irgendwo stehen, wo man halt wirklich friert, ne? Dann singt man natürlich das ganz anders. Und wenn dann noch die Atmosphäre eingespielt wird, sozusagen, also vielmehr die echte Atmosphäre, das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte. Also auch da, ja, würde ich echt mal sowas schaffen, sowas Authentisches, so Musik, authentische Musik. Mit Atmosphären, die echt sind. Das ist so mein Traum. Ja, wenn man zum
zum Beispiel ein Lied über die Natur macht oder so, dass man dann wirklich in der Natur ist und dann dieses Lied singt und ne, wenn man dann halt irgendwie sieht die Bäume, und dann hörst du dieses Wetter, Rauschen der Bäume oder wenn du dann über Tiere singst und dann hörst du plötzlich die ganzen Tiere, weil du halt auch in der Nähe Tiere sind, also man müsste natürlich alles in der Nähe haben, sodass man das gut einfangen kann, dass man halt nicht schneiden muss. Aber sowas ist natürlich geil, ja. Mal was ganz anderes. Gut, wenn man Musik übers Weltall macht, da wird es schwierig. Also, wobei das ist auch mal interessant, wie klingt ein Lied, wenn man oben das aufnimmt im Weltall oder wenn man in der ISS ein Studio hätte, in der Raumstation. Und wenn man da was aufnehmen würde, ne? Wäre auch mal interessant. Schwerelos singen. Ja, auf so eine Idee kommt keiner, ne? Ein Live-Konzert auf der Raumstation. Mit so den ganzen Geräuschen hätte ich auch dazu. Ist logisch, dass jetzt nicht hier irgendwie per Mischpult abgenommen, sondern wirklich wie die ganzen Geräusche dazu, wie die da so sind und Leute in ihren Raumanzügen, dann singen die halt. Ja, gut, das werden wir natürlich nicht schaffen, denn so viel Geld hat man ja nicht, aber ihr versteht, wo ich hin will, ne? Also, dass man Musik wieder lebt, also und auch erlebt und nicht einfach nur, ich spiele jetzt ein Lied, sondern wirklich eine Situation ausnutzt und die dann vertont sozusagen. So träumt jeder von dem, was er machen möchte, und ich träume halt auch. Akustisch und so. Real. Ja, mal gucken, ob das irgendwann möglich ist. Also praktisch wirklich das, was Leute heutzutage als Video sehen, müsste man wirklich hörbar machen. Ja, es gibt einfach zu viele Fakes und zu viele Schnippeleien und ja, man weiß ja heute gar nicht mehr. Haben die das erlebt oder nicht? Und ja. Ja, Decke, ich weiß. Muss ich dich schon wieder runterjagen, ne? Böses Herrchen, ja. Aber ich muss nochmal auf den Stuhl da sitzen, Decke. Ja, ist nun mal so. Wenn er hier den Stuhl braucht,
Also ihr könnt euch sonst wo hinlegen. So. Aber Herrchen braucht diesen Stuhl dabei. Ja. Authentische, atmosphärische Musik. Ja. Fenster. Mein Computer. Ja, ja, das ist Computer. Computer. So. SVDH wird gestartet. Bitte warten. Desktop-Fenster. So, das wäre erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kabel. Ja, alles da. Ja, alles da. So, Moment. Schließen wir schon mal das Kabel an. Ja, hierfür brauchen wir ein Kabel für das Olympus DM550. Bei den neueren Geräten ist der USB-Stecker ja gleich dran. Ja. Der Notrechner arbeitet. Stell das Gerät mal hin. So, ja, steht auch. Also die alten Geräte stehen schon. Die neuen kann man zwar besser hinstellen, aber jetzt steht es gerade vor mir, ist Olympus DM550. Ja, geht also auch. Ja. Benachrichtigt Info und 3 Dropbox 125.4.3474 Verbindungsaufbau. Ja, dann verbinde mal. Genau. Und 3. Dropbox 125.4.3474 starten. Schalter 3. Genau, Dropbox startet. Ja, ich hoffe auch für dich, Flo, dass du einen wirklich guten Auftritt hattest gestern. Und dass dir der Auftritt ganz viel Spaß gemacht hat mit den eigenen Songs und ja. Und ich finde es wirklich super, dass du die Möglichkeit jetzt hast. Dropbox. Sie haben zwei Dateien gelöscht. Ja, dass du mit deiner eigenen Musik es schaffst, nun die Leute zu begeistern und ja, finde ich echt gut. Ja. Wir geben uns hier auch Mühe. Bei Podcast von Sven Heidenreich, also wir, das sind meine Wenigkeit und der Herr Blacky, die Frau Mia und die Frau Mietze, die leider nicht viel reden. Ja, das müssen wir auch ändern. Wir müssen den Katzen Sprechen beibringen. Ja, wer das will, kann bitte melden bei mir. Ich will, dass meine Katzen sprechen können. Ich kann es leider nicht. Ich habe es schon mal versucht, aber... Wenn ich zu Blacky sage, sag Arschloch, sagt er nichts. Er beißt nur. Ab und zu mal. Naja.
Spaß beiseite, also wenn Katzen wirklich sprechen könnten, wäre schon, ja, überhaupt wenn Tiere sprechen könnten, ne? Was würde so ein Hund denken? Ja, die denken ja auch nur an Fressen, Schlafen, rausgehen, fressen, schlafen, ab und zu mal spielen. Ja, was denkt so ein Tier, ne? Ich meine, Tiere sind ja ziemlich schlau, aber wenn man sich mit so einem Tier mal wirklich unterhalten könnte, ja. So, mal gucken, wie weit. Sven im Internet, Dropbox 125.4.3474 aktualisiert, Schalter 3. Gut, dann lade ich das jetzt auf und wir hören uns in der Folge 202 wieder. Leerzeichen. Also, bis dann. Ciao.